Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer falschen Einstellung. Neue Folge von SCS Software. Quatsch. American Truck Simulator. Es kam eine neue Version raus, 1.49. Gestern. Gestern. Ufern gestern. Oder was war gestern? Ich war heute ist der 25. auf jeden Fall. 25.12. So, wir wollen direkt mal reinschneiden, denn bei dieser Version, jetzt habe ich mal Test gestartet, denn bei dieser Version hat sich tatsächlich vieles geändert. Und ja, wir spielen jetzt so ATS statt ETS, weil die ETS-Version kommt immer etwas später raus als die ATS-Version. Deswegen, da ich heute aufnehme, und die ETS-Version noch nicht draußen ist, deswegen swappen wir diesmal. Ja, deswegen kommt jetzt erstmal ATS und dann kommt ETS. Für die, die sich da wundern, aha, Spiel auf eine neue Version aktual alliert. Mods können nach Spielupdate seine Mutter 1.49.1.4. Ja, nice. Was gibt's Neues? Nein, das war nicht das Richtige. Deaktivieren. Gab's nicht irgendwo? Na, ist auch egal. Was es auf jeden Fall Neues gibt, ist, dass... Wir starten mal. Es gibt jetzt nur eine komische Teststrecke und dass die, eine der größten Änderungen ist, also zwei große Änderungen. Es gibt jetzt gebrauchte LKWs, die man kaufen kann. Und es gibt so ein komplett neues Schadensmodellsystem. Das wurde weiter aufgefächert. So, einen sicheren Ort geparkt werden. Wo sind wir denn? Nö, ich glaube, da bleiben wir direkt. Aber wow, wir sind ja direkt da, wo wir hinwollen. So ziemlich. Weil das neue Testgelände ist nämlich da oben. Da an der Stelle. Da ist genau da. Dann denke ich mal ein bisschen direkt mal nach oben, nach Bellingham. Wir haben voll Kloß im Hals. So. Ja, gibt es auch wieder diverse neue Sachen. Und was jetzt übrigens neu gekommen ist, ich habe endlich, kann ich mir jetzt im Startmenü zeigen? Ja, guck mal. Ja, man sieht, meine ganzen Texturen funktionieren auch noch, weil die Texturen wurden wohl auch verändert, in dem Moment, dass die jetzt, glaube ich, irgendwo gelesen zu haben, auch dreckig werden können, beziehungsweise wenn du einen gebrauchten LKW kaufst, dann sollen die auch schon ein bisschen dreckig sein. I don't know. Aber auf jeden Fall. Ja, komm. Mal hier. Ja, ich habe wieder natürlich wieder alle DLCs drin. Und jetzt auch endlich dieses Tuning-Paket. Für uns leider eher so semi, weil ist für den Canvas. Und wir haben. Also, wir fahren ja den Peterbilt. Von daher. Ah, eher uninteressant für uns jetzt. Aber wir können uns ja vielleicht mal einen neuen LKW zulegen. Diesmal Canvas. Warum nicht? So. Genau. Hier gibt es diese Gebrauchts-LKWs. Und da, manche Sachen sind scheinbar noch in Englisch, sehe ich gerade. Okay. wenn man sich einen gebrauchten LKW kauft. Also Fahrzeuge haben signifikant, fundamental, also schwere, große mechanische Probleme, was die Leistung und die Langlebigkeit beeinflusst. Du solltest eine Totalüberarbeitung in Betracht ziehen oder ja, die Ersetzung mehrerer Teile. Bei 2 Sternen hast du denn, Fahrzeug hat immer noch mechanische Probleme, was die Performance und die Langlebigkeit beeinflussen könnte. Man sollte auch hier zur Werkstatt fahren. 3 Sterne ist dann Vehikel, also das Fahrzeug ist Gebrauchtspuren oder hat Gebrauchtspuren, ja. Also bei eBay leichte Gebrauchtspuren, wie man so schön sagt. Es könnte ein paar Problemchen haben. Und daher sollte man zur Werkstatt fahren. Ja, ist eine Empfehlung so. Bei 4 Sternen hat man dann schon, das Fahrzeug ist in gutem Zustand. Hat nur so Kleinigkeiten. Weiß nicht, irgendwann ist mal ein bisschen Lack abgeplatzt. Oder
Ja, weil die Reifen sind um ein bisschen runtergefahren oder so. I don't know. Und 5 Sterne ist ein Vehikel, für Fahrzeug ist im perfekten Zustand. Mit minimalen Verschleißerscheinungen. Ach ja, und das sind genau diese beiden neuen Sachen. Es gibt nämlich jetzt nicht nur Schaden von 0 bis 100%, sondern es gibt diesen Schaden, der quasi, also Verbrauchsschaden. Also zum Beispiel, wenn der, ja, bei den Rädern zum Beispiel, wenn sich die Reifen halt ein bisschen runterfahren oder sowas, wo man die Reifen ersetzen muss, das ist halt sowas wie halt dieser Verbrauchsschaden, der halt über die Zeit entsteht. Und dann gibt es halt noch einen Permanenzschaden. Das ist dann wirklich, wenn du ein Achsenproblem hast, also ja, ein Kugellager langsam Geist aufgibt, was halt nicht so einfach gefixt werden kann, sondern wo du wirklich das gesamte Ding austauschen musst. Gut, beim Reifen tauschst du auch den Reifen. Also, egal. Ja, auf jeden Fall hast du da halt so einen Abnutzungsschaden und einen permanenten Schaden. Die Unterteilung finde ich ein bisschen komisch, aber die haben es halt so unterteilt. Das sieht man vielleicht auch, wenn wir jetzt mal hier auf unseren Zustand gehen. Genau, da haben wir Verschleiß ist 0%. Haben wir den letzten jetzt repariert, lol. Genau, wir haben also kein Verschleiß, aber wir haben halt einen gewissen Schaden. Oh, guck mal, hier ist sogar in Deutsch. Verschleiß, Schaden. Das klingt auch komisch. Verschleiß ist ja ein Schaden, der durch die Zeit kommt. Naja, auf jeden Fall kann man hier, kann man sagen, wenn man jetzt zur Werkstatt ist, kann man sagen, man möchte gar nichts machen. So, das ist ja einfach dieses Stoppsymbol, was man von alten CD-Playern kennt oder Walkmans, Plattenspieler. dann kann man die Sachen einfach nur, ja, ich weiß gar nicht, wie die sie nennen. Genau, reparieren. Das löst dann quasi den Verschleiß. Wäre in unserem Fall jetzt komplett worthless, weil wir haben 0% Verschleiß. So. Oder man kann die Sachen komplett tauschen. Damit würde man auch den Schaden beheben. Ach, guck mal hier oben, hier sieht man es sogar. Wenn man sagt, alles reparieren. Einmal kurz. Alles reparieren löst doch nur den Verschleiß. Warum geht es aber trotzdem von 4 auf 0% runter? Dauerhafter, guck mal hier oben, steht dauerhafter Ver. Achso, das seht ihr gerade gar nicht. Damit. Da oben über dem gelben ist noch ein dauerhafter Verschleiß 0%. Dauerhafter Schaden. Aber warum ist der dauerhafte Schaden bei 0? Wenn, ich verstehe gerade nicht wirklich das Menü. Was empfiehlt er uns denn? Ah, genau das. Ja, empfiehlt uns genau das. Okay. Habe ich meine Sachen jetzt falsch verstanden? Dann müssen wir mal gucken, wenn wir mal ein bisschen gefahren sind und dann, ja, mal schauen. Auf jeden Fall bei Gebraucht-LKWs, ne, die sind halt schon, sieht man hier, in einem katastrophalen Zustand. Ich glaube, die Zahlen unten sind positiv zu betrachten. Sprich also, je höher der Wert ist, desto besser. Das heißt, wenn die Sachen unten nur noch so 26 oder 21% haben, ist das schlecht, nicht gut. Können wir hier hinten gucken? Genau, der ist im Top-Zustand und da. Ach nee, ist doch negativ behaftet. Also ist doch, je niedriger der Wert ist, desto besser ist der Wert. Ah, okay. Dann ist das ja hier vorne gar nicht mal so schlecht. Oh, was geht ja eigentlich denn? Und dann nur ein Stern? Holy shit. Die müssen aber sehr aggressiv bewerben. Und deswegen ist der auch ganz billig. Seht ihr gerade auch schon wieder nicht. Der kostet gerade mal $46.173. Und dann geht hier halt weiter mit 57, ne, 52. Achso, geht von oben nach unten. Okay. Genau. 52, 57, 59. Also ist relativ preiswert.
in meinem privaten Spielstand, den ich mal ganz kurz angespitzt habe, um zu gucken, ob meine Texturen noch funktionieren. Da hatte ich sogar einen mit 27.000, also noch viel weniger. Ja, das heißt, wenn man gerade so eine Firma aufmachen möchte und viele LKWs in kurzer Zeit haben möchte, für weitere Mitarbeiter, dann wäre das quasi genau das Richtige. Und ja, geht halt wie gesagt hoch hier bis 186.000, ja, wie 178.000 und so. Es ist dann natürlich schon wieder sehr guter Zustand, aber es ist fast genauso teuer wie Neu-LKW. Wobei der natürlich schon gemoddet ist. Ne? Der hat natürlich auch schon zwei Hinterachsen, hat schon eine Daycap-Kabine drauf, hat auch schon ein paar Teile drauf. Also, das sind wirklich tiptop fertige LKWs, die schon, ja, modifiziert sind. Die kannst du auch nicht weiter modifizieren. Du kannst nur sagen, kaufen. Mehr geht nicht. Kannst du natürlich danach in eine Garage, Werkstatt fahren und dann natürlich ummodden, klar. Aber so kannst du sie erstmal nur einfach kaufen. So wie bei eBay. Kaufen. So ein Menschbox-LKW. I don't know. Wir haben ja so eine E-Mail. Neue Spezialtransporte. Weitere Unternehmen würden gerne ihre... Ach ja, stimmt, es gibt so neue... Oh, stimmt, da habe ich von gelesen. Es gibt neue Auflieger für Schwertransporte. Und zwar gibt es vor allen Dingen... oh Gott. Oh, ich werde ihn nie finden. Oh. Vielleicht doch, weil der ist mit dem komischen Namen. Ja, die haben scheinbar noch nicht alles übersetzt. Oder allgemein keine Texte eingefügt. das Ding hier. Bei den Windturbinen kannst du ab jetzt auch die Blätter fahren. Mit einem riesigen Langauflieger. Digga, hoffentlich kann man den Auflieger bald auch selber kaufen. ist das geil. Richtig lang. Oh, so ein Ding müssen wir fahren, Alter. Ich glaube, das machen wir auch gleich als allererstes Mal. Genau, wir haben Auflieger drauf, genau. Wollen wir einfach mal reinstarten, ha? Ins Vergnügen. Ich höre Geräusche. Sie kommen mir vertraut vor. Ja, wie gesagt, Texturen funktionieren alle relativ gut. Ich weiß noch gar nicht, wie das ist, weil, wie gesagt, das ist ja auch irgendwie, dass LKWs dreckig werden können. Ich weiß immer noch nicht, ob es wirklich stimmt. Ich weiß halt nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Von daher weiß ich nicht, wie vertrauenswürdig diese Information ist. Oder ob das nur eine Vermutung war von irgendjemandem. Ich kann erstmal keinen Dreck erkennen. Allerdings ist unser LKW auch im guten Zustand. I don't know. Achso, und was ganz wichtig ist, auch LKWs von Mitarbeitern bekommen Schaden über Zeit. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo mal raufgehen, Canvas, da haben wir Total Restoration. Ist im perfekten Zustand. Ich sehe gerade, man sieht hier nirgendwo. Das ist natürlich blöd. Du musst bei jedem LKW einzeln raufgehen, um zu gucken, wie viel Sterne der hat. Das ist ja behindert. Okay, das ist ein bisschen dumm. Ich hätte jetzt gedacht, dass man das direkt auch hier in der Liste sieht. Dass man zum Beispiel einfach direkt defekte LKWs hier erkennt. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd, ja. Muss du wirklich bei jedem LKW einzeln raufgehen, um den Zustand zu sehen. Ich meine, gut, du kannst hier mit den Pfeiltasten noch durchgehen, geht ein bisschen einfacher. Ja, alle im guten Zustand, okay. Okay, das müssen wir überarbeiten, auf jeden Fall. Also sowas kann nicht sein. Ich möchte, dass man den Zustand auch direkt in dieser Liste sieht. Weil diesen einfachen Schaden, den du einfach so mit Reparieren beheben kannst, den machen die Mitarbeiter wohl selber. Aber diesen Permanentschaden, den machen die Mitarbeiter nicht selber, sondern der häuft sich dann an und du als Firmeninhaber musst dann irgendwann sagen, okay, der LKW ist so scheiße, den solltest du langsam mal in die Tonne werfen oder reparieren. Und ja, wenn der LKW aber zu beschädigt ist, ich glaube, waren irgendwie 30% Permanentschaden, dann weigern sich die Mitarbeiter, mit dem zu fahren. Wobei ich da auch schon wieder komische Sachen gesehen habe, weil die Mitarbeiter schicken die wohl irgendwelche E-Mails,
Die E-Mails machen aber nicht wirklich Sinn, weil die E-Mails gehen so nach dem Motto, ja, mein LKW ist seit 3 Tagen schon fast im Eimer, so, ich fahre nicht mehr mit dem. Okay. Und 2 Tage später kommt dann, ja, der LKW fällt quasi schon komplett auseinander, ich kündige, weil mit dem kann ich nicht mehr fahren. Seit 5 Tagen. Ja, aber wenn du seit 5 Tagen nicht mehr mit dem LKW fährst, wie kann denn der LKW weiter kaputt gehen? Na? Ja, mal schauen, wenn wir dann die ersten solchen E-Mails bekommen. Ich hoffe, das dauert noch eine Weile. Nicht, dass jetzt alle drei Minuten hier alle LKWs komplett Schrott sind. Ich hoffe nicht, dass unsere Mitarbeiter genauso fahren wie ich. Ja. Genau, das auf jeden Fall dazu. Gab es noch was Neues? Ich weiß nicht. Ach ja, und ganz wichtige Änderung. Naja, ganz wichtig jetzt nicht unbedingt. Aufgrund dessen, dass es das ja hier gebrauchte LKWs sind, ergo etwas ältere LKWs sind, zum Beispiel hier diese älteren Modelle, Peterbilt und sowas alles, kriegst du diese LKWs wohl nicht mehr neu gekauft. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, ich möchte Peterbilt haben. Und Händler. Ach ja, der. Ah, ne, Moment. Habe ich gerade gewundert, hä, was für eine Mods habe ich hier drin? Was wollte ich gerade? Peterbilt. Online kaufen. Ah, jetzt gibt es die älteren Modelle doch noch. Weil ich habe irgendwo gelesen, dass man die älteren LKW-Modelle nicht mehr kaufen soll, können, soll, tun, machen. Obwohl, na eben, Peterbilt gibt es ja auch bis heute. Die werden ja bis heute verkauft. Ich glaube, was damit gemeint ist, ist zum Beispiel dieser International. Da gab es ein älteres Modell. Wenn wir da jetzt sagen, online kaufen. Genau. Hier gibt es nur noch die ganzen neuen Modelle, die mit dieser abgerundeten Schnauze. Das heißt, wenn du hier das klassische Modell haben möchtest, mit dieser, der so aussieht, so ähnlich aussieht wie ein Peterbilt oder so, den kriegst du wirklich nur noch über den Gebrauchthändler. Das heißt, dann musst du hier bei Gebrauchthändler gucken und da dann hoffen, dass hier irgendjemand ein Peterbilt, ein International hat. Bloß moderner International. Da siehst du schon ein bisschen abgefuckt, weil du kriegst gar kein älteres Modell von International mehr. Wir haben ja mittlerweile, wir haben ja glaube ich so ein International, ne? Genau, hier, der 9900. Der mit dieser ganz normal, also mit dieser, ne? Mit dieser kantigen Schnauze vorne. So, das Modell kriegst du neu nicht mehr zu kaufen. Sondern nur noch über den Gebrauchthändler. Ist natürlich blöd, wenn es bei dem Gebrauchthändler dieses LKW gar nicht gibt. Weil die Dinger werden ja zufällig gewürfelt. Ich glaube immer alle 3 Tage oder irgendwie sowas wartet. Ich weiß jetzt nicht, ob alle 3 Tage alle neu gewürfelt werden oder quasi jeden Tag neu gewürfelt wird und ein LKW, das einmal gewürfelt wird, nach 3 Tagen verschwindet. Wie es genau ist, I don't know. Aber ja, irgendwie so. Das ist natürlich sehr interessant. Ich weiß auch gar nicht, weil ich muss persönlich sagen, am Anfang hieß es irgendwie, es gibt maximal 10 gebrauchte LKWs. Das fand ich aber ein bisschen sehr schwierig. Ja, genau, den 9900i gibt es nicht mehr. Wie gesagt, am Anfang so hieß es, es gibt nur 10, also bis zu 10. Hier sind jetzt aber wesentlich mehr drin. Wir haben jetzt hier 8, 12, 16, 17 LKWs drin. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo einstellen kann. Müsste ja bei Gameplay drin sein, wenn überhaupt. Non fixiert, beste Straßenregenwahrscheinlichkeit. Oder man kann es vielleicht auch in der Config einstellen. Hier gab es übrigens auch 2 neuere Einstellungen. Hier Automatic Highlights und Automatic High Beams. Dass wenn man jetzt seine Weitscheinwerfer einschaltet und man Gegenverkehr hat, wenn die automatisch abgeschalten, solange wie der Gegenverkehr an einem vorbeifährt. Ja. Tja, weiß ich gar nicht. Ja, das wissen wir in der Einstellung nicht.
Mal, vielleicht kann man das einstellen über die Config-Datei, wie viele LKWs man hier haben möchte. Oder bis zu wie viele man haben möchte. Nein, da. Aber ja. Das heißt, man muss echt aufpassen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, welche Modelle alles betroffen sind. Ich weiß halt, dass es International 9900. Das ist zum Beispiel ein Modell, was nicht mehr käuflich zu erwerben ist. Das kriegst du halt nur noch hier rüber. Das heißt, da hättest du jetzt halt, wie gesagt, Arschkarte. Sehr schnieke LKWs. Western Star. Nice. Ja. Das auf jeden Fall erstmal dazu. Schon 20 Minuten. Ich glaube, ich belasse die Folge erstmal dabei. Jetzt noch anfangen rumzufahren, macht wahrscheinlich keinen großen Sinn. Ne? Habe ich dir alles gezeigt, was es so gibt? Ja, ich glaube, wir belassen die Folge erstmal dabei. Und nächste Folge machen wir mal einen Ausflug zu der neuen Teststrecke. Das wäre sehr geil. Von daher. Ja, bis denn.